Ja gut, bei den Mumien bringt das leider nicht viel, sie auf, umzuhauen mit dem Schild. Aber es bringt doch wenigstens genug, dass ich sie leicht, dass ich sie kurz vorm Hals habe. Und ja, es war eine gute Idee, da nochmal nachzugucken, weil hier wäre ja nichts gewesen. Nein, hier wären nur ein paar Fässer gewesen. Ich hätte einfach die Tür geöffnet und hätte dann den Schlüssel nicht mehr gehabt, um da drüben den Schatz zu öffnen. So, das heißt durch hier. So, Level abgeschlossen. Krönender Bonus. Objekte zerstört. Oh, Gold freigeschalten schon. Silber freigeschalten. Stirb auf dem Schaden einer Stachelfalle. Oh, das ist schön. Und wir haben fast schon den Mumienbezwinger freigeschalten. Gut. Darf ich raten? Wir werden gleich wieder vom Tod gejagt. Ja. Ah ja, klar. So. Mit euch beschäftige ich mich nicht so lange. Au. Aua. Das war zu viel des Guten. Erstmal die Skelettkrieger ausschalten. So, die nerven nämlich nur und stören. Stören wollte ich sagen. Aber nicht so sehr wie der Kumpel hier. Na gut, während der hier rumwuselt und uns verfolgt. Genau, komm her. So. Disziplin schafft man alles. Gut, weg mit denen allen. Dass der auch immer so nah an uns auftauchen muss. Hier geht's ja noch. Hier habe ich genug Spielraum, um ihn auszumanövrieren. Oh, da fehlt mir noch ein Schlüssel. So, weg mit dem Geist. Die Geister habe ich mittlerweile einigermaßen gut raus. So, wo tauchst du jetzt auf? Direkt mitten in uns mal wieder. So, mehr Zombies. Die Räume hier sind kein Problem, die sind einfach. Au. Sagte er und wurde von dem Geist übermannt. Gut, nächster Sprung. Und noch mehr. Jungs zum Killen. So, Krone. Ich glaube, das behalte ich. Glaube ich auch. So, nächster Raum schon wieder. Da kommt hier Geister, ich will ich nicht gerade im Nacken haben. So, weg mit dem Skelett. Oh. Jetzt habe ich den Tod vor mir. Warum tötest du nicht die Skelette? Wahrscheinlich, weil sie schon tot sind. Gut. So. Au, da war noch einer. So, für dich habe ich keine Zeit. Du kriegst also ein Schild ab. Mies wäre es auf jeden Fall, wenn mal ein Spawner hier drin auftauchen würde, während ich vom Tod verfolgt werde. Aber ich glaube, so gemein sind sie dann doch wieder nicht. Beziehungsweise ich sollte meine Klappe halten, sonst passiert das wirklich gleich. So. Okay. Da ist der Tod, da sind ein Haufen Skelette. Ich beschwöre mal Doppelsänger. So, damit die mir ein bisschen zur Hand killen. Das könnte nützlich sein. Au. Da stand ich falsch mit meinem Schildblock.
Ist hier noch Gold? Nein! Das ist jetzt nicht gut. Ich wollte eigentlich durch den durchdashen, aber in den Tod rein dashen ist dann doch nicht so die beste Wahl. Ja, und ich treffe den auch nicht mal richtig. So, treffe ich den aber so. Oh, und weg mit dem Geist. Weg mit den Zombies oder Mumien. Ich sag immer Zombies, aber es sind Mumien. So, der Geist kann mich mal gern haben. Die Magier hier. Au. Das sieht wertvoll aus. Soll mich nicht nerven. So. Wow, jetzt stehe ich mitten im Tod drin. Das ist nicht so schön. Geist. Okay. Ja. So. Weg mit dir. Jetzt schon wieder den Tod ausmanövrieren. Die Geister vor allem, die loswerden. Wow. Autsch. Da wollte ich gerade noch blocken, aber hab's nicht mehr geschafft. Nicht einmal der Tod wird mich von meiner Rache abhalten. So. Gut, wir haben aber noch zwei Leben, also ist das jetzt noch nicht kein Grund, in Panik zu verfallen. Das Gold einsacken. Die Geister loswerden. Okay. Neuer Raum, neues Glück. Doppelgänger. Au. So, Krone jetzt aber. Ich glaube, das behalte ich. Jetzt muss ich nur noch den da loswerden. Das könnte nützlich sein. Ja. So. So. Weg. Noch ein paar von den Jungs. Ich esse mal kurz Käse und Fleisch. Das sieht wertvoll aus. Wow. Das wiederum sieht nicht so gut aus. Au, das war ein Geist. So. So, weg mit dir, blöd. Toll, jetzt habe ich den Tod wieder in der falschen Richtung. So. Könnt ihr aufhören zu betrügen? So, dankeschön. Die Geister betrügen mittlerweile, die ignorieren mein Schild. Oder fliegen so, dass ich genau an dem, dass sie mich in dem Winkel treffen, wo ich nicht blocken kann. Wow, was hat mich jetzt getroffen? Wieder mal in die falsche Richtung geworfen. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier was los werde. Ja. Das war direkt dran vorbei an dem. Die Bogenschützen nerven mich. Und natürlich die Geister. So, weg mit den Geistern. Weg mit dem Bogenschützen. Aber das ging nicht durch ihn durch. Mist. Das ging aber durch den da durch. Au, au, au. Bin ich da jetzt in einem Skelett, in einem Geist gespawnt? Okay. Sammeln wir den Trank auf. Gucken, dass wir die beiden Mumien noch loswerden. Jetzt geht bitte auf Tür. Ja, kurz vor einem Extra-Leben. Sehr schön. Weg mit dem Tod. Geht weg.
Geht weg. Geht sterben. Genau. So. Ah, wieder im Tod wieder spawnt der Tod in mir. Ist natürlich immer nett, wenn er das tut. So, weg mit den Geistern. Ich will den Schatz hier aufsammeln. So, weg mit dem Essen da. Weg mit denen. Oh, noch mehr Skelette. Viel mehr Skelette. Oh. Aua. Ja, gegen die Skelette habe ich mein Schild. Gegen die Zombies habe ich Whisky. Aua. Na kommt. So. Au, 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 au. Ist ja auch immer wieder nett, dass er mir die Urnen kaputt macht, dass ich sie looten kann. Spart mir Zeit. So, durch hier. Dann bin ich hoffentlich auch bald mal durch hier. Au. Wow. Wieder eine ganze Meute von denen. Aber zum Glück gibt es hier genügend Räume mit Essen. Ja, ist recht. Blocken. Ich will den Magier ausschalten. Genau so. So. Die Geister ausschalten wäre auch eine Idee. So, explodier ruhig. Und ich hole mir hier das Gold und renn vom Tod weg. So. Tschüss, Tod. Mensch, wo ist der Ausgang? Der müsste doch endlich mal kommen. Ach ne, jetzt kommt erstmal so wieder so eine Falle. Ah, endlich der Ausgang. Tschüss, Tod. Ich verschwind jetzt. Du kannst ja ruhig hier noch ein bisschen rumturnen. Aber ich bin weg. Ja klar, der Rekord ist doch sicher ercheatet. Vor allem niemand spielt schon so lange Gauntlet, um solche Rekorde aufzustellen. Mumienbezwinger. Stattliches Vermögen. Heroischer Hunger. Jetzt stimmen mittlerweile auch die Tooltips größtenteils, weil hier standen mal 800. Aber jetzt sind es 4000. Ein Hinterhalt, da kommen sie. Grab des Folterers. Okay. Die Falle kann ich gut ausnutzen. Au. Ja, um mich schlagen zu lassen. So, weg mit dem Kollegen. So, weg mit dem Spawner. Jetzt kommen natürlich neue Spawner.